Kommen wir zu unserem Risikohinweis. Alle in diesem Seminar-Webinar getroffenen Aussagen dienen ausschließlich der Information der Teilnehmer und sind keine Empfehlungen oder Aufforderungen, Börsengeschäfte jeglicher Art zu tätigen. Jegliche Geschäfte mit Aktien, Renten, Investmentfonds und insbesondere mit Derivaten unterliegen dem Risiko, das eingesetzte Kapital vollständig verlieren zu können. Über die speziellen Risiken der jeweiligen Anlageform muss sich jeder Webinar-Seminarteilnehmer selbst von einem Anlageberater individuell beraten lassen. Eine Haftung für eingetretene Verluste von Börsengeschäften, denen sich der Teilnehmer auf Beispiel oder Aussagen dieses Seminars-Webinars beruft, wird weder vom Dozenten noch von deren Partnern oder Führungsgehilfen übernommen. Im Übrigen gelten die Lizenzbestimmungen und AGBs der Trading License Company Limited und von Forex Pro Systeme. Gesehen, gelesen und geweint. Die Sprachübertragung beginnt jetzt. Alle Teilnehmer befinden sich im Zuhörermodus. Jetzt fehlt der Ton, ne? Guten Morgen. Ja. So, jetzt dürfte das auch funktionieren, so wie es aussieht. Hoffe ich jedenfalls. Auch mit Bild. Guten Morgen in die Runde, die heute oder ab heute etwas größer geworden ist. Wir haben unsere Auszeit im Spreewald jetzt beendet und jetzt sind wir zurück in alter Form, hoffe ich jedenfalls, dass das ganze Wahlchaos und so weiter jetzt erstmal vorbei ist und wir uns wieder den wichtigen Sachen hier widmen können. Dieses Webinar wird aufgezeichnet und steht dann auch in der Folge im Laufe des Tages heute zur Verfügung. Die Börse hat uns hier etwas, naja, ich habe nicht durcheinander gewirbelt, aber doch die letzten Tage vor den Wahlen doch etwas geärgert. Der DAX hat nicht gemacht, was er soll und der Euro schon erst recht nicht. Und genau das werden wir uns jetzt in diesem Webinar heute früh einmal kurz anschauen und vor allen Dingen anschauen, wie geht man damit um. Wir werden uns mal das Setup, weil gestern gab es für mich nur ein Setup, das hätte man zwar mehrmals handeln können, aber es war nur eins aus meiner Sicht nach meinen Regeln hier handelbar. Dieses Webinar ist öffentlich, die ganze Woche sind die Webinare öffentlich und ich will damit mal unsere neuen begrüßen, die uns jetzt diese Woche hier in dem einen oder anderen, in der einen oder anderen Veranstaltung begleiten werden. Wir werden viel auf Fragen eingehen. Wir werden uns morgens kurz mit den Setups befassen, die für den Tag ausschlaggebend sind. Wir werden dann viel auf Fragen eingehen, werden auch viele Sachen erläutern, die hier aufschlagen, da wir in unserer illustren Runde jetzt viele Gäste haben. Wenn ihr in eurem Panel zu dem Webinar rechts unten, glaube ich, ist es bei euch, ich habe ja ein anderes Panel als ihr, in dem GoToWebinar-Panel, in dem Bedienpanel, habt ihr einen Button Unterlagen. Unter diesem Button Unterlagen oder Downloads oder irgendwie sowas, ich habe mir das aus eurem Blickwinkel noch gar nicht so richtig angeschaut,
haben wir eine PDF hochgeladen, wo die Beschreibung drin ist, was wir bei uns im Club, im Paternoster Club, was wir so tun, was wir machen, wie wir das machen, wann wir das machen. An der Seite links oben über Fragen steht das, genau. Danke, Lotz. Also oben links über den Fragen steht dann der Download oder die Unterlagen zur Verfügung. Könnt ihr euch bitte mal runterladen. Dann, das ist eine Beschreibung dazu. Am Ende des Webinars werde ich darauf nochmal eingehen. Rechts oben. Fragen, rechts oben. Ah, er ist noch nicht so ganz wach, der Kleine. Der Kleine ist ja nur 1,93, glaube ich. Ohne Pumps. Und ohne Hut. Ja, gut geschätzt. Dann habe ich deine Pumps dazu gerechnet. Wir werden als erstes einen Rückblick auf gestern hier mal im Euro-US-Dollar. Damit werden wir nämlich starten. Einmal einen Rückblick hier machen auf das Setup, welches gestern für mich ausschlaggebend war. Ziel ist es ja immer, morgens im Euro-US-Dollar so schnell oder so früh wie möglich ein Setup zu finden, welches es uns ermöglicht, so früh wie möglich den Tag zu beenden. Für unsere Neuen oder die jüngeren Jungen werde ich das nebenbei einmal kurz erklären. Unser Ziel ist, am Tag 12 bis 15 Punkte im Euro-US-Dollar zu machen. Das hochaddiert heißt 50 Punkte die Woche, 200 Punkte im Monat, 2000 Punkte im Jahr. Da wir die 2000 Punkte im Euro-US-Dollar alleine bis Juni alleine schon geschafft haben, dieses Jahr, können wir auch mit der Teilnahme an den Webinaren etwas großzügiger sein und können uns auch ein bisschen mehr um DAX und Co. kümmern. DAX und Dow Jones, den wir nach Dow Pro handeln, ist dort eher untergeordnet und wird und verschafft uns ein kleines Zubrot. Das heißt, unser Ziel ist es, morgens im Euro-US-Dollar so schnell wie möglich ein Setup zu finden, welches wir handeln können, um 12 bis 15 Punkte im Euro-US-Dollar zu bekommen. Das ist mein Ziel, das morgens nach Möglichkeit vor 10 Uhr zu realisieren. Wer uns kennt, wer uns von YouTube aus verschiedenen Kanälen, verschiedenen Webinaren oder so weiter schon mal gesehen hat, weiß, dass wir sehr viel reisen, dass wir sehr viel im Wohnmobil unterwegs sind. Und dort arbeiten und dort ist es unser Ziel, eben morgens so zeitig wie möglich den Arbeitstag in der Form, wo man vom Chart sitzen muss, zu beenden. Das hat bei uns Priorität. Wenn wir uns morgens an Chart setzen, dann sieht, das ist der gestrige Tag hier, dann sieht diese Geschichte so aus. Super. Gucken, ob sie das gleich gibt. Das, was hier jetzt blau und grün ist, sollte eigentlich blau und rot sein. Gut, da haben wir jetzt ein paar Überschneidungen drin, das könnte sich mit der nächsten Kerze wiedergeben. Das ist unser Chartbild im Großen und Ganzen. Schön ist, wenn man die Kerzen im Vordergrund hat und nicht die Setups. Und dann sieht das morgens so aus. Ich nehme die Filter mal so lange raus. Der stört jetzt im Moment nur. Wir sind ungebremst. Mal gucken, ob wir das jetzt... Da können wir das nämlich uns mal genauer anschauen. Im H1. Wir brauchen uns kein X von U machen. Wir befinden uns hier
ungebremst seit der 1.19.08, wenn mich nicht alles täuscht, war es das. Seit der 1.19.08 befinden wir uns stramm in einem Abwärtstrend. Die Richtung ist, glaube ich, ziemlich klar zu erkennen. In diesem Abwärtstrend müssen wir zwei Möglichkeiten nach vorne schieben. Entweder finden wir an markanten Marken Umkehrpunkte, die eine hohe Reaktionswahrscheinlichkeit erzeugen. Das wäre hier in diesem Fall die 1.16.82.5. Welches Ziel hatten wir gestern aufgerufen für unsere Short-Position? Was war gestern unser Ziel unten? Für die, die dabei waren gestern, die es aus Slack mitgelesen haben und eventuell sogar mitgehandelt haben. Da dieses Tief hier, genau, 1.16.83, 1.16.84, da dieses Tief hier 1.16.83.2, dieses Tief 1.16.84, dieses Tief dann gestern, das ist das hier von gestern, bei 1.16.84.4. Als Marke hat mir gesagt, die 1.16.83, die wollen wir von oben anlaufen. Und so wie ihr seht, hat das ja gestern auch geklappt. Diese Marke 1.16.82 bleibt im Moment das Zünglein an der Waage. Wenn wir uns diese ganze Geschichte dann jetzt in der Form reinziehen hier und hier unten diese Linie hinpacken, da, warum hat die jetzt keine Bezeichnung dran, deswegen, da, die 1.16.84, mach's mal dicker, dann könnt ihr auch was lesen. So, dann sind die Marken auch etwas größer. Die sind seit dem Update wieder so klein. Sind die bei euch auch so? Oder habe ich da jetzt nur was falsch eingestellt oder irgendwas nicht richtig verstanden? Die waren vor dem Update größer. Okay, 1.16.84 spielt hier in der Form jetzt die Rolle im H1. Das zweite ist, dass wir hier mit diesen beiden Kerzen, diese rote Kerze im H1, diese rote Kerze und diese blaue Kerze, die erzeugen einmal so ein Dreieck. Die muss ich jetzt dünner machen, sonst wird das dumm. So. Das heißt, wir haben mit diesem Hoch, mit diesem Spike hier hoch und dann hier rüber erzeugen wir einmal dieses Dreieck. Das gleiche Problem haben wir, wenn man das als Problem bezeichnen darf, in diese Richtung. Damit haben wir hier dieses Tief und hier haben wir dieses Hoch. Beide schrägen Linien nach unten, ich weiß, schräge Linien, schräge Vögel, entfalten, wie man sieht, ihre Wirkung. Beide. Dieses Dreieck sollte nach der Form, so wie es hier gezeichnet ist, auf jeden Fall nach unten verlassen werden. Deswegen sind für mich in diesem Trend immer noch Short-Positionen bevorzugt.
So ein Dreieck wird in der Regel mit einem Fehlausbruch nach oben verlassen, so dass er einmal ganz kurz nach oben rausguckt und dann nach unten wegbricht. Das vorausgeschickt sind für mich in diesem Bereich hier oben über der 1,17 noch Short-Setups möglich. Die Lage spitzt sich hier immer weiter zu. Sobald wir unter die 1,1684 fallen, sind eher wieder Short-Setups zu favorisieren. Wenn wir uns diese ganze Welle einmal angucken, haben wir erste Welle, zweite Welle. Zweite Welle ist länger als die erste. Und wenn wir hier die dritte Welle starten sollten, oder wenn die gestartet ist, dann darf die auf jeden Fall bis da runterlaufen. Und sie darf sogar die zweite größer als die erste. Die dritte Welle muss auf jeden Fall Tiefs unter der zweiten Welle machen. Und daraus errechnen sich nach unten für die Welle 3 zwei Ziele. Einmal dieses So, einmal die 1,17, die haben wir von da oben. Die dürfte jetzt nach oben auch bremsen. Ja, jetzt verschiebt er die natürlich, das ist doof. Okay, ist nicht mein technischer Tag. Wie ich sehe, um den DAX kümmern wir uns später. Jetzt. Die verschiebt er zwar auch. Dann müssen wir sie endlos löschen. So. Und damit ergibt sich das zweite Ziel. Einmal da. An dieser Marke. Und das dritte Ziel. Dann da unten. Eins, 16,47 und das hier unten, na komm hier, müssen wir auch die Marken 1,16,05. Das sind die Ziele, die wir für die Shorts nach unten haben.
Da schreibt er mir jetzt keine Marke dran, dann mache ich das manuell. Da unten ist das zweite große Ziel. Da. Und das hier verschieben wir dahin 1.16.42. So. So haben wir den Plan erstmal im Groben zusammen, so dass wir auf jeden Fall ein paar Ziele haben. Wenn jemand Screenshots macht und die auf Slack vielleicht für die anderen kopiert, wäre das sehr schön. So den Plan vorausgeschickt. Wir haben hier oben diese schräge Linie, die mache ich jetzt mal ein bisschen größer. Da. Wir sind hier oben angelaufen und das müssen wir uns jetzt genau im M5 anschauen, ob sich das nämlich für heute bezahlt machen kann. Hier haben wir unseren Plan von gestern und hier zeichnen wir jetzt unseren Plan von heute, 28.09. Dort haben wir unsere Marken drinne. Und nach dem Dreieck, welches wir gerade hatten, haben wir eventuell die Chance, noch ganz kurz da hoch, ab da, runter und damit starte ich hier schon mal eine Short-Position, lege meinen Stop auf 7 Punkte, knapp über dieses Hoch und werde diese Position hier, wenn er da drunter geht, aufstocken. Wir haben hier oben die 1.17.04 knapp verfehlt, also dürften wir auch hier unten die 1.16.79 Minimum knapp verfehlen. Das heißt, wenn wir dort unten hinkommen, werde ich eine Position bei der 1.16.80.05 glattstellen. Die zweite, die jetzt hier gleich eröffnet werden wird, lasse ich dann weiter laufen. Hintergrund ist, wir haben hier unseren Zielbereich, den hat er nach oben verletzt, ist dann nach unten, hat den wieder nach unten verletzt, nochmal ganz kurz oben drüber. Und hat jetzt um 8 Uhr zur Eröffnung hier jetzt Gas aufgenommen und ist mit dem Kurs unter diesem Tief und unter diesem Zielbereich. Was heißt, dass er mit hoher Wahrscheinlichkeit die 1.16.85 hier unten anlaufen wird. Wenn er die anläuft, dann haben wir mit 10 Punkten sollen wir auf jeden Fall BE gehen. Wenn wir auf Nummer sicher gehen wollen und nur ein Tagesziel sicherstellen wollen, legen wir diesen auf 12 Punkte. Entscheidung werde ich treffen, wenn wir hier unten an der 85 ankommen sollten. Das heißt, Tagesplan für heute. Tagesplan für heute, das habe ich Idiot natürlich auch in dem Chart gehandelt, heißt hier hoch, dann hier runter, eventuell noch ein Stück tiefer, darunter, dann mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit nochmal da hoch, um dann von da oben nach unten wegzubrechen. Nochmals 1.17.05.
04, um dann erst nach unten wegzugehen. Das wäre Plan A. In Rot habt ihr den, ist der verständlich? Hat jemand von euch noch einen Kaffee für mich? Vielleicht? Maybe? Da hatte die zweite gegriffen. Danke, Konrad. Mit Milch, wenn es geht. Ist der Plan klar? Ist der jetzt so erstmal verstanden? Weil dann würde ich die Alternative noch... Tja, Konrad, wenn du die Milch vergessen hast, dann aber hopp, hopp, hopp. Okay. Die zweite alternative Möglichkeit, die wir haben, ist ja, dass diese Geschichte, dieses Tief hier falsch, wenn man an der Börse von falsch und richtig reden darf, falsch aufgelöst wird. Und das müssen wir hier auf jeden Fall einplanen und zeichnen das mal in Blau ein, Alternativroute, nämlich dass er mit einem Riesenschwung ab hier nach unten geht. Das ist die Alternativroute. Oh. Heute ist Dienstag, da kommt der Kaffee von rechts. Dass er die Alternativroute nur hier runter macht und dass die dritte Welle damit schon zu Ende ist und dann nach oben wegschießt. Das ist aber meine Alternativroute. Da, Alternativroute blau, hier runter, einen Fehlausbruch, Umkehr und dann Retour. Was ziehen wir für eine Rückschlüsse daraus? Was ziehen wir für eine Rückschlüsse aus diesem Setup, wenn wir jetzt die blaue Route machen? Für unseren Handel. Komm Heiko, spuck's aus. Ich trinke so lange ohne Milch. Es nützt ja nichts, wenn wir... Lutz hat diese Runde gerade verlassen. Die Schlussfolgerung kann hoch oder runter gehen. Ja. Stimmt. Das kannst du immer. Es sind zwei Punkte, die wir dabei berücksichtigen müssen. Die wichtige Route ist die rote. Ab 1.17.04 circa, genau ab diesem Bereich long, immer, sobald wir hier unten in dem Bereich 1.16.85 ankommen, gehören unsere Stops BE. Ab diesem Punkt, wenn er dort unten ankommt, dürfen wir nicht mehr im Risiko sein, weil wir müssen jederzeit damit rechnen, dass genau das passiert. Zack, runter und wieder hoch. Sollte das passieren, dass wir hier runterknallen, sind wir hier mit einer Position raus. Die zweite Position ist dann BE abgesichert. Wenn er diesen Spike nach unten macht, sagen wir bis an die 76, vielleicht sogar bis kurz unter die 76 und er baut hier eine Umkehrkerze, sowas hier, setzt da mal einen Pfeil drauf,
diese auch zu erkennen? Diese Kerze hier, diese blaue Kerze mit der langen Lunte unten. Baut er hier so eine Kerze, dann kann man diese Kerze dafür benutzen, um da drüber zu longen und darunter den Stop zu platzieren. Weil dann nimmt man auf jeden Fall diese Rutsche bis hoch nochmal bis an die 1,17 mit, hat dann Futter für die nächste Short-Position. Das heißt, wenn er jetzt hier runterläuft, wir kriegen hier eine Umkehrkerze, dass die Umkehrkerze handeln, zurück bis an die 1,17, vielleicht 1,17,04, was ja von hier unten auch nochmal circa 20 Punkte sind. Und dieses Pulver, was wir hier einsammeln, dann trockenlegen, schön beiseite packen für die nächsten Shorts ab da, weil dann haben wir unser Tagesziel drin. Die zweite Position ist BE geflogen. Mit der Long-Position haben wir dann die Munition dafür, um die folgenden Shorts, um das Risiko, was wir mit den folgenden Shorts eingehen, dann auch abzufedern, beziehungsweise dieses Risiko haben wir mit der Long-Position dann verdient. Sollte sich in der Folge davon dann herausstellen, dass wir hier im H1 eine Umkehrkerze kriegen mit einer langen Lunte hier unten drunter und wir schließen über der 1,1684, Fehlausbruch 1,1684. Da ist ja eine Möglichkeit. In Blau haben wir eben gerade im M5 eingezeichnet. In Blau. Und Schlusskurs über 1,1684, also nach dem Fehlausbruch, danach den Schlusskurs wieder über der 1,1684, gleich 1,1704 nach oben. Und dann den Schlusskurs über diesem Hoch, also über der 1,1704, macht dann sofort das nächste Hoch aus, nämlich die 1,1730 circa. So. Alles im H1. So. Kannst du das bitte mal mit Fibus zeigen oder begründen? Ich verstehe die Frage nicht. Guten Morgen, Andreas. Screenshot davon habt ihr? Im M5, die hier, die soll ich mit Fibus begründen, diese Marken. Die hier, diese Marken ziehe ich rein aus meinen Zielbereichen. Rein aus meinen Zielbereichen von oben nach unten in Verbindung mit den Fehlausbrüchen zur unter dem Dreieck im H1, das heißt unter die 1,1684.
Die 85 haben wir gestern Nacht hier gemacht. Da sollten wir jetzt auf jeden Fall gleich nochmal drunter gucken. Das könnte jetzt sogar gleich passieren. Diese Position ist 8 Punkte vorne. Schläft der Daumen ein hier. Muss man eine andere Maus, nee, ein anderes Mauspad kaufen wahrscheinlich. Oder ich muss mal zu unserem Manfred in die Praxis. Danke, Frederik. Diese Zielbereiche für die jüngeren Jungen oder für die Neuen, diese Zielbereiche hier werden automatisch um 7 Uhr hier bei uns angezeigt. Die sind jetzt hier hinterlegt, wie ihr seht, um es für mich einfach, die werden vollautomatisch als Bestandteil der Euro-Pro-Strategie, werden die morgens vollautomatisch um Punkt 7 Uhr angezeigt. Wo können wir das mal machen? Was haben wir denn hier noch? Ein altes Setup. Gucken wir uns auch gleich nochmal an. Da haben wir auch die 1.1638. Dann nehmen wir das jetzt mal nicht. Den DAX, den machen wir gleich. Da. Nehmen wir hier mal Euro Pro rein. Da. Und hier nehmen wir jetzt mal eine 1. Die 1 heißt, dass die Zielbereiche nur für heute angezeigt werden. Und diese werden morgens ab 7 Uhr hier vollautomatisch angezeigt. Da. Um es für mich leichter zu machen, optisch leichter. Ich habe vorhin erklärt, dass wir viel mit dem Wohnmobil unterwegs sind, dass wir viel reisen. Ich habe dann immer ein Tablet auf dem Armaturenbrett, um mir sowas anzuschauen. Ich schaue mir solche Sachen auch tagsüber gerne auf dem Smartphone an. Ich sitze nicht den ganzen Tag am Schreibtisch, sondern bin mit meinem VPS mit dem Smartphone verbunden. Und deswegen baue ich mir meine Setups dann tagsüber so, dass ich mein Plan hier komplett fertig habe. Ich mache mir meine Short-Marken, mache ich mir ganz bewusst rot. Die Long-Marken baue ich mir hier unten blau. Und so gucke ich einmal drauf und sehe sofort, was ich wie ich wo reagieren muss, reagieren kann, was ich handeln kann und was eher nicht. Dafür so ein klassisches Beispiel von gestern, haben wir gerade gesagt. Wir hatten gestern eine Kombination aus Zielbereich. Hier unten der wäre in diesem Fall gestern dick und da. So hätte der gestern ausgesehen. Ich nehme die mal raus, die irritieren jetzt nur. Und wenn wir uns diese Geschichte dann anschauen, sehen wir sind abwärts unterwegs. Wir haben dieses Tief durchschossen. Und seit diesem Tief hat sich gestern hier eine Flagge gebildet, eine bärische Flagge. Mit diesem Tief, mit diesem Hoch, mit diesem Tief und so ist dieses Dreieck als Flagge oder als Wimpel entstanden, wurde nach unten mit Schmackes verlassen, zurück hier unten unseren Zielbereich bestätigt und dann mit Musik nach unten weg. Und damit war mein Einstieg gestern mit einer Limit Pullback an diesem Zielbereich. Komm her. An der 14,5. Da. Sind bei euch die Zahlen auch so klein? Grausam. 1, 17, 14, 5. Welche Marken hatten wir uns unten rausgearbeitet? Die 1, 17, 83. Die habt ihr euch ja gemerkt, ne?
1,1783 war das Ziel. Wenn wir die 1,1783 wählen, dann heißt es 1,1785, zwei Punkte darüber sollte man sehen, dann seine Position in diesem Bereich sollte man dann sehen, hier seine Position entweder glatt zu stellen oder auf jeden Fall teils zu reduzieren. Wir sind von hier oben gekommen, von der 12, und als wir hier den ersten Schwung an der 92 hatten, der sich hier schwer getan hat, habe ich meine Position dann rausgeschmissen mit 20 Punkten. Na, wo haben wir es da? Hier. Da bin ich dann mit 20 Punkten raus ausgestiegen und gesagt, okay, 20 Punkte, Tagesziel, das reicht. Jetzt müssen wir ganz kurz auf heute gucken. Zack, dort haben wir unsere Nummer. Die erste Position hat er rausgenommen, so wie es geplant war. Tagesziel ist realisiert. Tagesziel ist jetzt genau drinnen. Ich hoffe, das war jetzt nachvollziehbar. Schade, hätte ich mir lieber live mit angeguckt. Die ist mit 13 Punkten jetzt geschlossen worden. Diese Short-Position. Warte. Jo. Die ist mit 13 Punkten rausgeflogen und die zweite, die kann man jetzt mit dem Stop hier schön hinterher trailen lassen. Sollten wir jetzt diese blaue Route einschlagen, dass wir jetzt da runter gehen, hier runter und hier unten unter die 76 gucken, eine Umkehr machen, sollten wir auf jeden Fall die Short-Position schließen. Und eine kurze Long-Position mit engen Stops hier in Betracht ziehen. Auch denkt bitte dran, es ist gegen die Hauptrichtung. Und gegen die Hauptrichtung kann immer wehtun. Okay, Setup verstanden. Sollten wir, ich habe meinen Stop-Loss jetzt dort oben hingelegt, sollten wir nämlich jetzt einen Schlusskurs über der 85 kriegen hier, da oben drüber, dann, also wenn diese Kerze jetzt wieder da drüber schließt, könnte ich drüber nachdenken, auch diese Position jetzt nochmal mit 12 Punkten zu schließen. Das werde ich jetzt kurz beobachten. Diese Kerze ist gleich zu Ende. Geht der Schlusskurs jetzt dort drüber, haben wir hier ein nachlaufendes Tief. Der Bereich hier unten ist angelaufen. Und dann nehme ich lieber diese 12 Punkte noch mit und sage, okay, es sind eine Position mit 13 Punkten, eine mit 12, dann sind das 25 Punkte und dann ist der Tag morgens um, aber haargenau auf der Linie. Okay, mein Stop geht genau über dieses Hoch, also 8,8 Punkte würden jetzt zu den 13
nochmal dazukommen? Im schlechtesten Fall. Im Worst Case ist das genau diese Geschichte, die wir haben wollen. Tagesziel ist drin, diese Nummer ist jetzt gut abgesichert. Wir haben es morgens 8.30 Uhr, also nicht viel verkehrt gemacht. Schauen wir uns diesen Jungen noch einmal an. Hier wurde mir gerade zugerufen, inverse SKS, die sehe ich nicht so, überhaupt nicht, sondern ich habe heute Morgen meine Shorts von gestern rausgeschmissen. Wir sind gestern bei der 6,57 haben wir gestern gestartet. So kann man das besser sehen. Und komm mal raus hier. Das war gestern früh, sind wir nochmal hoch bis an die 7.14 und dann der Rücklauf. Und danach haben wir uns hier unten drunter an der 57 einstoppen lassen. Genau da drunter, unter diesem Tief hier, habe ich mich gestern einstoppen lassen, an der 57. Diese Position ist dann schön weit nach vorne gelaufen und als er dann nach dem Tief hier in der Nacht, dieses Tief hier, und danach wieder nach oben geschossen ist, habe ich heute früh meine Position bei der 97 hier oben mit 60 Punkten geschlossen. Hier oben war heute Morgen der Exit. Da. Da war der Exit. Der war vielleicht auch ganz gut so, weil sonst hätte er mich hier oben wahrscheinlich nur mit 20 Punkten rausgekegelt. Im DAX bin ich übergeordnet immer noch nach wie vor short orientiert. Hier gibt es für mich noch nicht viel long. Ich warte darauf, dass wir hier unten, ich nehme mal alles raus, dass wir hier unten nochmal abräumen. Wir haben hier ein Tief, wir haben hier ein nachlaufendes Tief, was aber nicht darunter geschaut hat. Ich gehe davon aus, dass wir da unten nochmal an der 15.000 glatt landen. Der zweite Punkt ist, dass wir mit dieser Aufwärtsbewegung hier, die, und mit Schlusskursen, die, aber die müssen wir erstmal nachhaltig hinkriegen, mit Schlusskursen unter der 15,580. 15,580, hier haben wir ab und zu mal drunter geschlossen. 15,567 wäre noch besser. Wenn wir jetzt den Schlusskurs da drunter hinkriegen, dann sollten wir hier unten die Marke 15,350. Ich habe sie gestern mit 15,355 angegeben. Ziel für die Shorts 15,355. Da. Wie handeln wir das? Genau das gleiche Spiel in Grün. Auch hier, den nehme ich ja nur mittelfristig mit. Da. Auch hier haben wir im Moment hier unten bei der 15,55 circa haben wir eine Kante, den Fehlausbruch hier drunter. Das heißt, wir dürfen jetzt nach unten durchschießen. Ein nachlaufendes Tief, dann den Rücklauf, um dann direkt nach unten wegzubrechen mit dem Ziel, welches wir hier unten gerade aufgerufen haben.
Ziel da unten ist diese Woche noch 15,355. So, und unser Euro läuft hier noch ein bisschen weiter. Sehr schön. Wir haben gestern mit der Short-Position 20 Punkte gemacht. Und jetzt müssen wir uns das mal auf der Zunge zergehen lassen. Was ist unser Wochenziel? Mal eine Frage an die Neuen. Was haben wir gesagt? Danke. Was haben wir gesagt? Was ist unser Wochenziel? Punkte, genau so ist es. Wir haben gestern mit der Short-Position hier, mit dieser Position von da nach da, haben wir 20 Punkte drin, mit der Position heute 13. Das heißt, wir haben heute Dienstag, wir haben 33, wir haben heute 13, gestern 20 sind 33. Das heißt, wenn wir diese Position jetzt hier mit 17 Punkten, also hier unten an der 79 schließen, wäre unser Wochenziel von 50 Punkten erreicht und wir können am Dienstag früh um ca. 8.45 Uhr ins Wochenende gehen. Andere nennen sowas auch Urlaub. Nur um mal anzudeuten, um zu zeigen, was unser Plan ist, was unsere Ziele sind und wie wir uns die auch zusammen hier rauskitzeln. Also, wer ins Wochenende gehen will, kann diese Position logischerweise hier unten schließen und kann damit seine 50 Wochenpunkte realisieren und kann sagen, du kannst mich mal. Ich werde jetzt Folgendes machen, da ich nicht glaube, dass der im ersten Anlauf hier nach unten durchklatscht. Ich werde diese Position kommt von der 97, also werde ich an die 80 eine Long Limit Pullback legen und diese mit 3 Punkten Rücklauf versehen. Jetzt habe ich die Linie mit verzogen, das wollte ich nicht, die sollte an der 79 bleiben. Da an diesen unteren, seht ihr, was passiert? Deswegen niemals in dem Chart handeln, wo man zeichnen, in dem man handelt oder umgedreht. Niemals in dem Chart handeln, wo man zeichnet. Ich rechne hier unten mit einem Fehlausbruch und werde hier unten diese Limit Pullback mit 3 Punkten Rücklauf platzieren, dann werde ich im schlechtesten Fall, wird die bei 1,1680 geschlossen und ich hätte in diesem Fall hier, wenn die hier rausfliegt, im schlechten Fall mein Wochenziel von 50 Punkten realisiert. Wenn er dann hier unten durchschießt und wieder zurückläuft, so wie wir das hier in Blau gezeichnet haben, hier runter, dann den Rücklauf hinlegen sollte, zurück an die 76 bis an die 79, vielleicht sogar bis an die 83, um den Ausbruch zu bestätigen, dann kann ich drüber nachdenken, nach Euro Pro hier aufzustocken. Die Eckpunkte von Euro Pro werde ich mir aufheben für das Webinar am Donnerstagnachmittag. Ich werde mal gucken, ob ich da noch ein paar Folien zu finde für alle Neuzugänge, für alle Neuen, die hier dabei sind, werde ich versuchen, dort etwas zusammenzupacken. Eine Kurzbeschreibung dazu, dass wir am Donnerstag zum Abschluss von diesem Quartal EuroPro nochmal erläutern. Und damit will ich und werde ich mich für heute früh verabschieden. Wir haben sogar schon böse überzogen. Nein. Der eine oder andere freut sich, wenn wir überziehen. Und ich hoffe, wir konnten euch einen kleinen Einblick erstmal in das geben, was wir hier morgens machen. Konnten euch zeigen, wie wir handeln. Im Worst Case fliege ich jetzt hier nochmal mit knapp 9 Punkten mit der Position raus. Dann bin ich heute bei 22, dann muss ich noch 8 Punkte nachholen.
für das Wochenzieher. Wir wollen ja morgen früh auch noch was gemeinsam machen, oder? Also ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen was rüberbringen. Wir konnten euch ein bisschen was zeigen, was wir tun, wie wir an die Märkte gehen, wie wir die analysieren und wie wir die dann handeln. Und vielleicht geht dem einen oder anderen auch für den Lauf des Tages heute ein Licht ein auf. In diesem Sinne sage ich, genießt noch die letzten schönen Herbsttage oder Spätsommertage. Tagesziel ist drinne. Jetzt geht's an die frische Luft. In diesem Sinne, schönen Tag. Tschüss, tschüss. Moin, moin. Euer Thorsten. Die Aufzeichnung findet ihr in unserem YouTube-Kanal nachher öffentlich. Ich werde diese Aufzeichnung öffentlich hinstellen, damit ihr auch alle sehen könnt. Bitte schaut euch die PDF an, die ihr euch runterladen konntet, für alle, die eventuell Interesse haben, mit uns was zusammen zu machen. Oder auch vor allen Dingen die Paternoster für 2022 verlängern wollen. Wir werden jetzt die Tage in die Verlängerung gehen. Ab diese Woche kann man das dann auch tun. In diesem Sinne, tschüss, tschüss, moin, moin, euer Thorsten. Tschüss, tschüss.